Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man Feces für Salpeter und das Black Gunpowder bekommt. Ich habe da einen ganz guten Weg jetzt gefunden. Und zwar einfach AFK gehen. Ganz genau, Leute, ich zeig's euch. Also erstmal, ihr dürft nicht auf eine andere Insel gehen, weil ich glaube, die Zeit läuft dann einfach nicht weiter. Deswegen, ihr braucht halt ganz viel Gunpowder dafür und für hier diese Rakete. Und dafür braucht man Salpeter. Und für Salpeter braucht man Feces. In einem anderen Video habe ich mal gesehen, dass einer das hier vorschlägt. Aber das ist absoluter Müll. Eins. Und ich habe, keine Ahnung, 20 Minuten jetzt gewartet oder so. Hier auch gerade mal eins. Und hier zwei. Wow. So, also hier seht ihr schon mal, auf dem Boden liegt schon viel mehr rum als in dieser komischen Maschine. Man muss halt nur danach suchen. So, okay. Dann zeige ich euch gleich. Aber das, was meiner Meinung nach sogar noch besser ist, als einfach den Boden abzusuchen. Hier hat jemand meinen Markt verschoben. Super. Wahrscheinlich irgend so eine Kuh oder so. Hier habe ich mal Wände für den da gebaut, weil er hier immer runtergefahren ist und sich dann da unten festgebackt hat. So, aber das, was ich euch jetzt zeige, ist das Beste. Das hier war meine Batteriefarm. Hier hatte ich Breeding Facilities und überall am Rand hatte ich diese Räder hier für Batterien. Das habe ich einfach alles abgebaut und das ist jetzt die Feces Farm, Leute. Und das funktioniert super gut, wie ihr vielleicht gerade seht. Das funktioniert echt gut. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, weil das gezähmte Tiere sind. Oh shit. Ja, das kann ich euch nur empfehlen, weil hier drinnen auch vier Stück. Ihr könnt es natürlich noch anders machen, als ich hier zum Beispiel diese Truhen machen, dass sie alles einsaugen. Aber ja. Das ist der beste Weg, den ich bis jetzt rausgefunden habe, um Feces zu bekommen. Ihr müsst einfach auf der Insel bleiben. Ich bin jetzt zum Beispiel duschen gegangen, bin zurückgekommen und habe dann 50 Feces gehabt. Ihr könnt dann auch nochmal hier so über die Insel laufen, wenn ihr alles abgeguckt habt bei den anderen Stellen. Weil hier liegt dann auch überall noch was rum. Hey. Ja, und das ist, da hat er auch schon wow gesagt, hat er gehört. Ja, ziel eine Bär. Das ist der beste Weg, den ich jetzt bis jetzt habe, um Feces zu farmen. Alter, zieh ab. Ich will dein Loot auch nicht. Ich habe auch mal gefunden, dass Leute vorschlagen, dass man so einen Mod dafür nimmt, aber der funktioniert irgendwie nicht. Da hätte man dann halt auf Druck, also auf Knopfdruck, Kaka machen können. Ich habe es versucht, klappt bei mir nicht, vielleicht klappt es bei euch. Aber lasst das Spiel einfach im Hintergrund laufen, während ihr, was weiß ich, Animes guckt oder duschen geht oder irgendwas anderes zockt. Wenn euer Computer halt das, wenn er das aushält. Und wenn nicht, dann einfach, wenn ihr duschen geht oder was auch immer. Aber wie ihr seht, hier ist halt schon wieder ein bisschen was drin. Das geht super gut. Kann ich euch nur empfehlen, ganz ehrlich. Hier ist auch wieder eins drin. Und wie man hier sieht, war aber davor meine Batterie vor. Man muss die erstmal zum Laufen kriegen, weil die Kühe töten sich halt in der Breeding Facility nach einer Zeit und in dem Rad auch, also musst genug Kühe hier reinkriegen, dann funktioniert das. Falls ihr Batterien braucht, einfach das hier am Rand aufstellen. Breeding Facilities habe ich hier drei Stück hingemacht und dann werft ihr Kühe in die Breeding Facilities rein und dann läuft schon fast von alleine. So, wir haben 47 Feces. Ja Leute, das war dann mein kurzer Guide, wie man, ah ne, wir haben 56 sogar, wie man Feces bekommt.
Ich hoffe, es hat euch geholfen. Weil ich habe dazu kein einziges Video gefunden. Wie irgendjemand mal erzählt, wie man Fiesis macht. Also richtig. Und das war ein bisschen nervig. Deswegen habe ich gedacht, ich mache aber schnell selber eins. Charcoal. Oh, kein Platz. Charcoal. Und dann macht man sich nämlich einfach aus diesen Sachen sein schönes Black Gunpowder. Und damit gehen wir dann in der nächsten offiziellen Folge ins nächste Zeitalter über. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und ich hoffe, das war nützlich für euch. Weil, wenn mir das einfach mal einer gesagt hätte, dann hätte ich nicht so viele Folgen für euch. Ja, Schmieder. Das ist halt so gut. Es funktioniert wirklich gut, Leute. Probiert's aus. Also wie gesagt, wenn mir das jemand halt einfach so gesagt hätte im Video, ja, wart halt auf deiner Insel, geh AFK, geh duschen, geh essen, was auch immer, komm zurück und dann hast du Fiesis. Das hat mir so geholfen. Also ich hoffe, das Video hat euch echt geholfen, Leute. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten richtigen Folge wieder. Ich hoffe wirklich, das hilft euch. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren oder so wissen lassen, wenn euch was geholfen hat. Oder ob ihr vielleicht sogar noch einen besseren Weg dafür habt. Weil das ist jetzt das, was ich halt kurz rausgefunden habe. Einfach so ein Dings hier aufbauen, Kühe reinstellen, fertig und AFK gehen. Oder halt irgendwas anderes auf der Insel bauen oder so. Also lasst es mich gerne wissen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.